Aloy und im Hintergrund, denn begrüßen euch zur neuesten Folge von Horizon Zero Dawn. Wer quatscht hier eigentlich die ganze Zeit dazwischen? Ruhe! Mein Gott. Wir unterhalten uns erstmal mit Dan. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Ach ja? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Ich war selbst schuld. Und schon haben wir wieder eine neue Mission. Ich will mal gucken. Dans Kriegerkameraden sind in die verbotenen Ruinen von Teufelsdurst geraten. Als Sucherin könnte Aloy sie aufspüren, ohne das Nora-Tabu zu brechen. Na, da wollen wir doch weiterhelfen. Wo müssen wir denn hin? Aha. Ist ja nicht gerade um die Ecke, aber... dem armen, armen Dan, dem helfen wir natürlich. Ansonsten... ist hier, glaube ich, nichts. Okay. Wo geht's denn hier raus? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich glaube hier, oder? Hier können wir... oh, hier brechen wir uns alle Knochen, wenn wir da runterspringen. Also... das gibt's doch gar nicht. Ist das nicht Vorschrift, dass man hier den Ausgang ordnungsgemäß beschildert? Wenn das der Brandschutzprüfer sieht, dann ist doch wieder die Hölle los. Das geht ja schon gut los. Ich finde den Ausgang nicht. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. So. Hier ist noch ein Questgeber. Ah, na dann. Hat sich das Rumhopsen ja doch gelohnt. Okay, das ist Sona. Mit der Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Ja, ist gut, wenn man alles mit sich rumschleppt, so wie wir. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm da fehlt braucht uns jetzt. Okay, wir brauchen doch noch eine Lanzenhornlinse. Und irgendwelche Pfeile sollen wir irgendwo hinbringen. Na gut. Dann haben wir doch gut was zu tun. Ich sehe gerade, ich habe hier
Was heißt da unten? Was hat ich denn da eben ausgewählt? Nö, alles in Ordnung. Ich dachte eben, wir müssten Pfeile erstellen, aber das ist nicht der Fall. So, jetzt muss ich mal schauen. Habe ich hier noch ein Reittier? Nein, habe ich auch nicht mehr. Mann. Hier funktioniert ja gar nichts. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich jetzt nicht wieder in die falsche Richtung latsche. Da oben. Wir müssen eigentlich genau in die andere Richtung. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich springe mal kurz in den Fluss. Jetzt hänge ich hier zwischen den Ästen fest. Ich komme hier auch nicht mehr raus, oder? Och, nee. Also, hier ist ja irgendwie der Wurm drin heute. Geht doch nichts über eine gute Vorbereitung. So. Jetzt aber. Mal gucken, dass wir uns hier mal ein Reittier besorgen. Was läuft da hinten rum? Ein Sägezahn. Naja. Ein bisschen kleiner würde ich es jetzt auch nehmen. Ein Lanzenhorn. Okay. Also ich glaube, diesen Sägezahn können wir ja mittlerweile kurz schließen. Das könnte man ja mal ausprobieren. Ja, mal schauen, ob uns da... Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen... Okay. So viel dazu. Warum ist der denn jetzt wieder nicht gestolpert? Ja, du kleiner Nervenbold. Jetzt rennt er weg. Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Ja, komm her. Was ist denn los? Angst? Ja, was? Jetzt ist er futsch. Und das Lanzenhorn ist natürlich abgehauen. Hm. Na gut. Aber sonst war das ja ein guter Kampf. Keine einzige Schramme abbekommen. Nur ein Haufen Pfeile verschossen. Aber wo ist jetzt das blöde Lanzenhorn? Ritter Lancelot, wo bist du hingeritten? Okay, da. Da ist es. Wir markieren es mal eben. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir es überbrücken. Und? Ah, okay. Der ist fleißig am Buddeln. Dann können wir uns doch hier mal ranschleichen. Okay. Okay, der ist überbrückt. Was ist jetzt mit dem anderen Vieh? Der greift an. Na dann. Eieiei. Nicht schlecht. Da haben wir schon die Linse. Reiten können wir, glaube ich, nicht auf dem, oder? Das ist, glaube ich, kein Reittier. Nö. Leider nicht.
Okay, die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Ja, die sind noch ganz schön weit weg. Medizinbeutel voll. Kein Reittier in Sicht. Durch den kalten Fluss müssen wir schwimmen. Jetzt kommen wir hier nicht hoch. Doch. Ja, da ist noch so einer. Ja, das ist ein Kraser. Kann ich den mittlerweile auch gut schießen? Ich glaube ja, ne? Nachdem wir ja in der letzten Folge den Sigma Stützpunkt erobert haben. Oder wie auch immer das hieß. Okay. Wir gucken mal. Tja, da wird er sofort aggro, ne? Praktisch halt, was man jetzt da so von hat, ne? Na gut, er ist doch relativ stark. Auf eine gute Jagd. Mama Miracoli. Das ist ja echt praktisch. Da muss man ja nur noch einsammeln. Nicht übel, Herr Dübel. Im letzten rennt er auch noch hinterher. Der Killer. Voll der Killer, ey. Guckt euch das an. Halleluja. Nicht schlecht, mein Kumpel. Naja. Kann man gebrauchen. Dafür lassen wir ihn jetzt auch mal am Leben. Ah, hier war ein Truthahn. Jetzt festgestellt, dass man hier auch andauernd irgendwas von den Tieren braucht, um Beutel oder irgendwas anderes herzustellen. Hier können wir nochmal speichern, das ist auch nett. Das machen wir natürlich. Ja, Leute, Holz, ne? Das ist 710 Stück habe ich jetzt schon. Und ich muss immer noch dreimal treffen, das nervt. Das ist viel zu oft, finde ich. So. Finde die vermissten Krieger im Teufelsdurst. Wir nähern uns langsam dem Zielgebiet. Ach, okay. Ich habe wieder genau reingestapft hier in die Meute. Naja. Die ignoriere ich jetzt mal eben. Wie muss man ja mal vorankommen, oder? Hier waren wir ja neulich schon mal. Und jetzt suchen wir die verlorenen Krieger. Entspannen! Naja, wenn Aloy entspannt ist, ist doch gut. Ist ja okay. Ist ja was zu entdecken. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Untersuche den Kadaver. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Okay. Wir markieren die Spur. Und folgen ihr natürlich. Und dann wollen wir mal schauen, ob
zwar ohne Kampf hier rauskommen. Oder was uns hier so erwartet? Da kriege ich doch schon was rum. Sägezahn. Sägezahn. Außerdem höre ich Stimmen da oben. Wahrscheinlich trauen die sich nicht raus, wa? Erledige die Sägezähne, heißt der Auftrag. Ja, das ist der lange Hals, der hier rumrennt. Tja. Gucken. Krieg ich die angelockt? Geht nicht. Ich kann es gar nicht auswählen. Ist ja interessant. Ist noch jemand da? Okay, der läuft in einem sehr engen Radius. Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Mal gucken. Wir machen erstmal hier ein bisschen Fallen hin. So, wo ist er denn jetzt hingerannt? Wer ist dahinter? Okay. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ja, der bleibt doch nicht stehen, das ist das Problem, ne? Ist noch jemand da? Meine, wie soll ich ihn überbrücken, wenn er mich sieht? Einen Stein werfen? Dieser kleine Graszipfel da um die Ecke reicht. Okay, hier bleibt er kurz stehen. Da hätte man die Chance. Dass ich mich hier im Gras verstecken kann, könnte ich ihn von hinten überbrücken. Glaube ich. Wir gucken mal. Na? Beeil dich. Okay. Greift er jetzt den anderen an? Ah, das macht er. Und ein enger Kampf. Ja, da wird gefightet um jeden Millimeter. Unsere Maschine gewinnen. Na los. Das sieht gut aus. Ja, herzlichen Dank. Ist noch jemand da? Ein echter Glückshund. Aha, wir müssen leider unsere auch erledigen. Ah. Bleib mal stehen. Jetzt hier nicht mit einem Punch erledigt, ne? Wenn der überbrückt ist und ich den angreife, was macht er denn eigentlich? Stört ihn das oder nimmt er das dann so hin? Eindruck hinterlassen. Ah, okay, dann wehrt er sich doch irgendwann. Nicht sicher. Hätte ja sein können, dass er uns einfach machen lässt. Naja. Eieiei. Heilen.
Heilung ist immer wichtig. Na los, renn. Sehr gut. Können wir wieder raus? Ja, ihr könnt runterkommen, ihr Feigen. Eumels. Erst ins verbotene Gebiet gehen, ne? Und dann sich nicht raustrauen. Das sind ja die Richtigen. Wir sollen die Ruine erkunden. Dann machen wir das. So, wo seid ihr denn? Ach Gott, er muss hier auch noch sein Fett wegkriegen. Der hat mich gesehen. Das geht los. Sag los. Aber der ist ein bisschen träge, ne? Das wird ihm zum Verhängnis. So. Ach, da ist noch einer. Ah. Noch einer, Leute. Reicht's nicht langsam? Was ist denn das für ein Vieh? Ein Plünderer. Was ist denn für ein Laserding? Alter! Spinnst wohl. Das ist ja unverschämt hier. Was ist denn jetzt mit den beiden Knilchen? Welche Ruine ist es denn eigentlich gewesen? Wo sind denn die beiden? Wohin haben sie noch getratscht? Erkunde die Ruine. Welche Ruine war es denn? Hier sind doch jede Menge Ruinen. Welche soll ich denn erkunden? Da. Komm ich hier durch? Ah, komm ich. So. Da ist eine Spur. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Na gut, wir sollen zu Dan zurückkehren, aber wir haben ja noch die andere Aufgabe, wo wir diese Pfeile abliefern sollten. Da will ich nochmal ganz kurz gucken. Das war diese Quest, bringt die Signalpfeile zu Orn. Okay, das ist da hinten. Dann gehe ich da mal eben hin. Und wenn ich da bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ach, so, völlig außer Atem. Sind wir bei Orn angekommen. So, machen wir erstmal die Kiste auf und dann... Sprechen wir mit ihm. Du bist ihm. Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß. Ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Okay. Steige zum Wachturm hinauf.
Wo denn, wie denn, was denn? Komm ich denn da hoch? Meint er wirklich diesen Wachturm oder einen anderen? Steht, kehre zu Sona zurück, ne? Und steige zum Wachturm hinauf. Dann wird das nicht dieser Wachturm sein, sondern ein anderer. Wir gucken mal wo. Ach Mensch, und wieder am Arsch der Heide. Aber da machen wir jetzt mal eine Schnellreise hin. Und zwar so. 5 Pakete haben wir ja, da können wir ja mal 1 opfern, oder? Sonst wird das doch nichts. Es gibt doch irgendwo, das habe ich mal bei einem anderen YouTube-Video gesehen, ein Lager, wo man auch bei einem Händler, ja, eine Funktion zum dauerhaften Reisen kaufen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da ein Fuchsfell für brauchte. Okay, wo ist denn? Neugierde ist für Träume, nicht für Sona da oben. Ist ja ein Trubel hier in dem Lager. Sie hat also doch überlebt. Okay. Jetzt müssen wir irgendwo einen Wachturm hochklettern. Welchen meint sie denn? Wie komme ich da hoch? Ist hier eine Leiter? Leiter, Seil, irgendwas. Geht nicht. Vielleicht auch nicht. Hier geht eine Leiter hoch. Ist das gemeint? Gucken. Kann ja kein Zufall sein, ne? Da oben ist nämlich auch noch ein Wachturm. Ich denke, das wird der richtige Weg sein. Okay. Da ist sie. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Jo. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. War doch Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Waschbärhaut, aha. Okay, Eiswiderstand. Mit Eis hat man, glaube ich, noch nichts zu tun. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich doch sagen, 2 nette Aufträge erfüllt. Nächstes Mal widmen wir uns dann wieder der Hauptquest, und zwar die verdorbenen Zonen zu räumen. Aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Für diese Folge bedanke ich mich. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Wenn ja, Däumchen, Kommentar wären nett. Und ich sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen, ciao und adios.